Ich wurde als Reaktion auf mein letztes 5S-Video gefragt. 5S in der Produktion ist ja klar. Schattenbretter, ordentliche Werkbänke und so weiter und so fort. Aber hey, hast du auch ein paar Beispiele, wie man 5S im Büro einsetzen kann, wo das so richtig viel Sinn macht? Ja, die habe ich natürlich und die stelle ich gerne in diesem Video vor. Los geht's! Ich grüße Sie. Mein Name ist Axel Schröder und ich beschäftige mich seit rund 25 Jahren mit der Optimierung von Unternehmen. Wo kann man 5S im Büro sinnvoll einsetzen? Fangen wir mal mit den Schreibtischen an. Hier lässt sich natürlich wunderbar 5S einsetzen und man hat die Chance, sich von eingetrockneten Stiften, alten Unterlagen etc. endlich mal zu trennen. Jetzt gibt es natürlich die Extrembeispiele, bei denen die Mitarbeiter gezwungen werden, mit rotem Klebeband einen Stellplatz für den Locher auf dem Schreibtisch festzulegen, damit alles seinen Platz hat. Daneben kamen dann noch zwei Streifen für den Bleistift und für den Kugelschreiber. Das ist natürlich völliger Unsinn und demotiviert jeden Beteiligten, sinnvollerweise an 5S zu arbeiten. Aber, und dieses Aber ist mir jetzt durchaus wichtig, jedes Ding hat seinen Platz. Beherzigen Sie das einfach so als Überthema, jedes Ding hat seinen Platz. Und wenn Stifte, Radiergummis und Klebezettel auf dem Schreibtisch einfach rumliegen, dann ist das ein Zeichen dafür, dass eben nicht überall ein sinnvoller Platz für diese Dinge gefunden worden ist. Also, für das Büromaterial am Schreibtisch eignen sich natürlich die klassischen Organizer, die man auf den Schreibtisch stellen kann, wo man seine Stifte reinpackt, wo man sein Radiergummi hat, wo man seinen kleinen Entklammerer hat, vielleicht für irgendwelche Büroklammern und ähnliches. Und für die Schubladen zum Beispiel von so Rollcontainern, wie es die früher noch einfach im Office ganz üblich waren, aber heutzutage weniger werden, für die Schubladen gibt es hervorragende Systeme, die aus unterschiedlich großen Fächern bestehen, die man frei kombinieren kann. Googeln Sie einfach mal ein bisschen und schauen Sie mal, da gibt es also entsprechende Kästen, denn ich glaube auch unten haben wir irgendwo in der Videobeschreibung entsprechend einen Link mit. Und die Profis, die schauen, bauen Sie natürlich auch aus einer Schaummatte Ihren Schubladeneinsatz individuell selbst, also quasi wie ein Schattenbrett für die Schublade drin, wo Sie dann Ihre Stifte und Ihre Schere und so weiter alles entsprechend reinmachen, dass es auch nicht verrutscht, sondern alles da drin bleibt. Und wer mal Lust hat, sowas selbst zu bauen, da habe ich ein ganz tolles Video hier mit einer Do-it-yourself-Anleitung, wo unsere Johanna einfach entsprechend dieses Einlage eben aus dem Schaum für so eine Schublade selber baut. Gucken Sie mal rein, ist wirklich ganz spannend. Klebezettel, Notizzettel, beschriebene Schreibtischunterlagen etc. findet man ja eben auch ganz häufig auf Schreibtischen wild durcheinander liegen. Aber die liegen ja nicht dort, weil der Mitarbeiter unordentlich ist, sondern weil es eben keinen vernünftigen Platz für seine Notizen gibt. Ganz einfache Frage, wohin gehören Notizen? Genau, in ein Notizbuch oder in einen Notizblock und in eine Aufgabenverwaltung. Sie können jetzt Ihren Mitarbeitern Notizbücher austeilen oder, und das ist vielleicht die bessere Methode, weil es einfach die Digitalisierung mit vorantreibt, auf elektronische Notizblöcke einfach umstellen. Also OneNote zum Beispiel von Microsoft haben die meisten Unternehmen sowieso schon mitgekauft, können Sie einfach mit verwenden oder mit AWork hat sich hier ganz besonders gut bewährt. Und wer noch nie von AWork gehört hat, das ist eine der absoluten Top-Aufgabenverwaltungssoftware und Projektmanagement-Software, ist eine super Sache. Für den habe ich auch hier eine entsprechende Videoempfehlung. Gucken Sie mal mit rein, wie Sie Ihre Prozesse mit AWork wirklich in den Griff bekommen können. Das ist bei 5S auch immer die zentrale Frage. Also wo gehören die Dinge eigentlich idealerweise hin? Und das wird dann eben genau so organisiert. Ein zweiter Bereich, bei dem 5S ganz viel Sinn macht, ist der Büromaterialschrank. Hier liegt ebenfalls ganz oft alles durcheinander und die Büroklammern, die man gerade braucht, sind dann eben doch nicht da. Also müssen sie bestellt werden, nur um 10 Minuten nach der Bestellung plötzlich wieder aufzutauchen. Wer kennt es nicht? Erst gesucht, nicht gefunden, dann bestellt und dann war es eben doch da. Kostet nicht einen Haufen Geld, ist alles nur irgendwie mühsam und nervig. Also der Büromittelschrank ist auch so ein klassischer Bereich, wo 5S in dem Büroumfeld ganz viel Sinn machen kann. Und auch hier gilt natürlich das bewährte Prinzip. Ausräumen, säubern, ordentlich sortieren, ein Ordnungssystem einführen mit Schachteln und Trennern, Beschriften und ähnliches, dass wir eben die Dinge ihren Platz haben. Und für den Materialschrank bietet sich aber auch noch eine andere, sehr bewährte Lean-Management-Methode neben 5S an. Ein Kanban-System. Hä? Ein was? Kanban? Ja, genau, Kanban. Kanban ist nichts anderes als ein visuelles System, das eine Aktion ausgelöst werden muss. Also zum Beispiel eine Bestellung, wenn der Sicherheitsbestand für ein bestimmtes Material unterschritten wurde. Ausgelöst wird eben diese Aktion durch eine Signalkarte und das bedeutet einfach Kanban, das ist japanisch, eben Signal oder visuelles Zeichen. Um das jetzt mal wirklich plastisch zu machen, nehmen wir zum Beispiel Blöcke mit Klebezetteln, die im Büromaterialschrank lagern.
Und auf dem vorletzten Block hängen Sie einfach ein Schild dran mit einer Artikelnummer und dem Lieferanten. Und entnimmt jetzt jemand diesen vorletzten Block aus dem Schrank, also einer ist noch drin, aber der vorletzte geht jetzt raus, dann geben Sie das Schild mit der Artikeldaten und der Teamassistenz einfach, damit diese neue Blöcke bestellen kann. So weiß sie eben noch, ist es noch ein letzter da, also für Notfall hätten wir noch was, aber besonders viel ist es nicht mehr. So wird eben sichergestellt, dass immer das gewünschte Material wirklich verfügbar ist. Ein schöner dritter Bereich auch, wo 5S ganz viel Sinn macht, ist die Kaffeeküche. Hier sieht es ja auch oft aus wie Kraut und Rüben und niemand fühlt sich irgendwo verantwortlich. Ja? Der Kühlschrank, den will schon keiner mehr aufmachen, weil man fürchten muss, dass da lauter kleine grüne Krabbelmonster aus den vergammelten Lebensmitteln rauskommen und der Freiheit entgegenstürmen. Also, wie kann man sowas vermeiden? 5S hilft auch hier. Ausräumen, säubern, sortieren, standardisieren, das ganze Programm eben, wie es eben bei 5S gehört. Aber kaufen Sie für die verderblichen Dinge im Kühlschrank Gefrieretiketten. Die sind wirklich spottbillig, aber machen ganz viel Sinn. Denn es darf dann nur noch in den Kühlschrank rein, wo ein Gefrieretikett drauf ist, was mit Name des Inhabers sozusagen, wem jetzt die Milchtüte gehört oder halt auf jeden Fall den Namen drauf und mit Datum beschriftet ist, wann die da eben reinkam. Und namenlose Dinge aus dem Kühlschrank werden gnadenlos entsorgt. Das ist eben die Regel, die Sie als Chef oder als Unternehmer einfach aufstellen können. Ihr könnt gerne den ganzen Kühlschrank mit benutzen, ihr könnt ihn auch gerne vorstellen, aber auf jedem Ding ist ein Name und ein Datum drauf. Und da, wo es eben nicht drauf ist, kommt raus und weg. Und schon haben Sie Ansprechpartner für den Schimmelkönig. Also sprich, alleine dadurch, dass die Namen draufstehen, werden sich die Mitarbeiter darum kümmern, dass eben Ihr Zeug halbwegs in Ordnung ist. Und auch die Pflege der Geräte in der Kaffeeküche, wie zum Beispiel der Kaffeeautomat etc., empfiehlt sich wirklich auch als wiederkehrende Aufgaben in einer Aufgabenverwaltung eben wie AWORK anzulegen mit klarer Zuständigkeit. Dann kann man eben wirklich sagen, jeden Montag ist eben Herr Meier oder Frau Huber eben dran, entsprechend sich um bestimmte Bereiche in der Küche zu kümmern. Zum Beispiel das Reinigen eben von der Kaffeemaschine. Da gibt es aber für die Kaffeeküche noch eine weitere Lean-Management-Methode, die Sie vielleicht mal gehört haben sollten. Prokaryoke. Das heißt auf Deutsch gelingsicher. Man könnte auch sagen deppensicher, ganz wie Sie wollen. Aber Prokaryoke ist wirklich eigentlich eine visuelle Anleitung, dass Dinge wirklich gelingsicher sind oder so konstruiert worden sind, dass sie eben nicht falsch sein können. Beispielsweise ist ein Stecker so konstruiert worden, dass man sie nur auf eine Art und Weise zusammenstecken kann und eben nicht verdreht und damit eben falsche Kontakte hat. Das ist dieses Prokaryoke, das könnte man sich zum Beispiel sagen, wir machen an die Wand über der Kaffeemaschine eine sehr detaillierte und bebilderte Anleitung, wie die Kaffeemaschine wirklich Schritt für Schritt zu reinigen ist. Also wie ich das, den Wassertank entsprechend reinige, wo eben der Tresterbehälter ausgeleert wird, wie das eben solche Sachen auch dann mit dem Entkalken und ähnliche Sachen, die Brühgruppe vielleicht. Also das kann ja durchaus ein bisschen umfangreicher sein, aber dass es auf jeden Fall visuell sichtbar ist, was eben Schritt für Schritt zu tun ist, dass die Kaffeemaschine eben sauber ist und das in einer möglichst kurzen Zeit. Das ist am Anfang einmalig ein bisschen mehr Aufwand, aber danach kann eben diese Aufgabe wirklich jeder ohne weitere Erklärung übernehmen. Sei es jetzt eben ein ganz normaler Büromitarbeiter, sei es ein Auszubildender oder wer auch immer, jeder kann es dann eben entsprechend tun. Und auch für diese Regelaufgabe bietet sich eben zum Beispiel eine Aufgabenverwaltung wie AWORK oder Trello an. Und ein weiteres Beispiel, wo Sie regelmäßig eine 5S-Aktion durchführen sollten, ist Ihre Software. Im Laufe der Zeit kommen immer mehr Programme auf Ihren Computer und in den seltensten Fällen werden sie wieder gelöscht. Auch wenn sie seit Jahren nicht mehr verwendet werden, sind sie immer noch auf der Festplatte. Oder eben bei Cloud-Diensten sind sie nicht mehr auf der Festplatte, aber sie bezahlen dafür zum Beispiel Lizenzgebühren und keiner verwendet sie mehr. Und möglicherweise sind Updates eben nicht eingespielt worden und sie haben dadurch Sicherheitslücken auf ihrem Rechner. Das Bild ist insbesondere für die installierte Software auf ihrem Rechner ein Riesenthema. Dinge, die man vergessen hat, da hat man mal so eine kleine App für irgendwas runtergeladen, ein kleines Softwarepaket für irgendwas und dann hat man eben da veraltete Software eben drauf, die eben echte Löcher reißen kann. 5S schafft auch hier Abhilfe. Und der erste Schritt ist eben hier auch eine Bestandsaufnahme, was für Software auf Ihrem Rechner bzw. auf dem Rechner der Mitarbeiter überhaupt installiert ist. Gerade in kleineren Unternehmen ohne eigene IT-Abteilung ist hier eben ganz, ganz oft Wildwuchs zu finden. Jeder hat eben das, was er gerade mal gebraucht hat, schnell runtergeladen, drauf installiert und gut war's. Zum Inventarisieren Ihrer Hard- und Software in Ihrem Unternehmen gibt es sehr, sehr gute Tools. Also solche Inventarisierungstools
kostenlose Tools, eben wenn man eine kleine Firma ist, nur mit wenigen Komponenten, zum Beispiel über sich 5 oder 10 Geräte sind da eben kostenlos, bis zu High-End, wo Sie einen riesigen Konzern damit inventarisieren können. Wenn Sie das jetzt interessiert, wie man eben sowas macht oder was es da eben gibt, dann nehmen Sie doch gerne mit uns Kontakt auf. Wir vermitteln da entsprechend mit weiter oder zeigen auch so ein paar Beispiele, was man alles machen kann, damit Sie mal sehen, wie man eigentlich diese ganze IT irgendwie auch in den Griff bekommt. Und 5S lässt sich eben damit auch wirklich im Büroumfeld vielseitig einsetzen. Sie haben es gerade gesehen, egal ob in der Teeküche oder eben auf Ihrem Notebook, was die Software angeht. Und in jedem Fall reduzieren Sie Suchzeiten oder decken sogar unentdeckte Sicherheitslücken eben auf. Abonnieren Sie doch schnell unseren Kanal, damit Sie alle künftigen Videos zum Prozess- und Lean-Management nicht verpassen. Wir sehen uns im nächsten Video. Herzlichst, Ihr Axel Schröder.